Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, diese Woche steht alles bei mir im Sinne der In-Color-Farben. Und ja, das ist wieder eine ganz einfache Karte, die ihr mit jedem Papier machen könnt. Und die schon, ja, was ihr macht, ne, zum Geburtstag. Quadratisch diesmal. Das heißt, ihr braucht ein Stück Farbkarton in ja, Grundweiß in dem Fall mit 29 cm, gefalzt bei 14,5 und die Breite ist auch 14,5, logischerweise bei quadratisch. Dann habe ich hier 13,5 mal 13,5, einfach um es noch ein bisschen abzuheben. Könnt ihr weglassen. Ich finde es schöner so. Da ist das Ganze noch ein bisschen abgehobener. Und das kommt jetzt direkt drauf, ohne groß zu überlegen. Und dann habe ich mir die neuen Inkala als Designerpapier rausgesucht. Und nochmal die Herzenspost von letzter Woche. Und das Tolle ist, die Stempel kann man ausstanzen. Sagt die Richtige, ich weiß, denn ich stanze nie was aus. Diesmal schon. Es hat irgendwie diesmal Spaß gemacht. Fragt mich nicht warum. Öfter mal was Neues. So, ich habe hier die, ja, die Blautöne und das Papageiengrün, weil ja die Blüten schon rot sind. Also Sorbet. Und jetzt muss ich mal schauen, so rum. Ich habe hier ausgeschnitten 4 Quadrate in den Incolors mit 5,5 mal 5,5 und 5 mal 5 die Designerpapiere. Und die kommen jetzt alle. Ups, übereinander. Und, ups, ich bin zu schnell für meinen Kleber. Normalerweise ist er immer schneller als ich. So, und wenn ihr alle übereinander geklebt habt, dann würde ich euch empfehlen, zuerst euch das so hinzulegen. Ich bin kein Fan von Lineal anlegen, ne? Also bei mir ist das mit Augenmaß, klar, durch die Kamera ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber so ungefähr sollte es mittig liegen. Ups, jetzt habe ich natürlich alles wieder verschoben. Und dann klebe ich die auch direkt drauf. Wenn ihr jetzt nur das Designerpapier nehmt und nicht mehr die Blüten, wie ich oben drauf macht, dann könnt ihr die auch mit Dimensionless festkleben. Sieht auch super, super cool aus, ne? Wenn die da so ein bisschen erhöht sind, diese Vierecke. Aber so wollen wir ja noch die Blüten drauf machen und dann wird die Karte zu dick. Also wer sie dann verschicken möchte. Wobei, das ist sowieso ein anderes Maß, ne? Das hat anderes Porto, glaube ich. So was. So, auch ein Tipp von mir: Je enger ihr das in der Mitte macht, umso besser könnt ihr den Abstand natürlich einschätzen, dass der gleichmäßig ist. Wenn ihr euch zu unsicher seid, nehmt einfach Lineal und Bleistift und messt es euch ab. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch richtig bin. Gut. So, jetzt Dimensionals. Die finde ich immer ganz cool, wenn es passt, dass man die auch wirklich so gut benutzen kann und noch ja, es noch breite Stellen gibt, dass man das auch wirklich so benutzt. So. Zuerst die Blätter und die Stiele. Und dann nehme ich mir jetzt beide gleichzeitig, weil ich so einen schönen Bogen haben möchte und dass das auch
gleich gut aussieht. Also ich gehe schon von dieser Mitte hier aus. Einmal rechts, einmal links. Und wenn mir das gefällt, dann drücke ich drauf. Und dann ja, reicht das so. Und dann nehme ich mir hier die Blüten und verteile die schön. Und zum Schluss, nee, noch nicht, noch sind wir nicht beim Schluss, nochmal die Herzenspost. Habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt, die ist so super breit in der Schrift, dass man da auf jeden Fall die Dimensionals benutzen kann, ohne die groß zu schneiden. Ich bin ja auch dann jemand so, der den Rand der Dimensionals dann in kleinen Schnipsel schneidet, dass man das so benutzen kann. So, und sollte das jetzt hier ein bisschen abstehen, weil man da ja keine Klebepunkte aufgeklebt hat, dann kann man das super noch mit dem Schriftzug verstecken. So, kann man so lassen, muss man nicht. Ich habe jetzt noch das zum Geburtstag, das stempel ich ganz normal schwarz mit Memento auf ein extra Stück. Gucken, reicht das? Oh, das reicht sogar. Dann mache ich mir das hier. Und schneide das hoffentlich gerade durch. Das ist immer so eine Sache. Nö. Also wenn, dann nehmen wir uns noch die Zeit. Oh, da ist noch was drin. So. Ist. Und auch hier Plan aufgeben oder mit 3D. Ich mache es diesmal mit Kleber. Wer so ein bisschen struggelt mit dem Kleber, kann natürlich auch das ganze 3D aufkleben. Gibt immer eine Alternative, finde ich. So. Ich lasse es noch ein bisschen rausgucken, ins Weiße rein. Das ist alles Geschmackssache. Haltet es euch einfach mal hin, wie es euch gefällt. Und zack, zwei tatsächlich identische. Macht ein Kreuz in den Kalender. Das ist nicht normal bei mir. Und ja, ist schon wieder eine Woche rum. Und ja, kommt gut in die nächste und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss.